Willkommen zu einem neuen Projekt oder keine Ahnung, Ark Survival Wolf Staffel 2. Mit am Start haben wir hier den Chaos Hallo. und die Caddy. Jo, wir haben ja hier unsere kleine Base, die wirklich sehr klein ist, denn wir sind etwas groß geworden. Und nur etwas. Wir haben da mal vorbereitet. Wir wollen nämlich umziehen. Weil, wie ihr seht, die Base ist wirklich zu klein und So viele Tiere. einige Leute aus unserem Tribe sind leider jetzt nicht da. Leider verhindert. Aber ich denke mal, ein paar werden noch dazu kommen. Hoffen wir es mal. Also, wie ihr seht, ihr habt da mal einen kleinen Überblick. Hier sind noch einige, die mit umziehen müssen. Und das wird jetzt ein krasses Mammutprojekt, wo wir euch mitnehmen hier. Und die Sonne geht unter. Nein. Hier haben wir unseren kleinen Flugsaurier, der ein paar Dinos transportieren kann. Unsere Beruhigen. Oh yeah. So, dann landen wir mal den Vogel. Dann bringen wir die Tiere runter. Ja, und gucken mal, wie viele aufs Raft drauf passen. Ja, also die drei Mammuts definitiv und ein Rex. Bei dem Rest bin ich mir unsicher, ob da noch Platz ist. Zeitlupe! Ui. Stau! Warte, ich pfeif, ich lauf und pfeif sie. Ihn. Ja, einmal Rückwärtsgang bitte, Rückwärts damit gern. das. Piep, Danke. piep, piep. Damit er befreit ist. Und mein Hund spinnt gerade rum. Ja, ach nix, der darf das auch mal. Ist ja Halloween. Jo, ne? Immer hätte es als Skelett anmalen müssen. Ja, schwarz ist er. Ich hätte da nur weiße Farbe verpassen müssen. Das wird nichts. Also, wir müssen ja erst laufen. Hoffen wir, dass der so mitkommt. Ja, wunderbar. Dann geht's wenigstens schneller. Etwas zumindest. Ja, geringfügig. So, da sind wir bei dem einen Raft, was für den Transport gebaut worden ist, vom guten Andromecha, der zurzeit leider nicht da ist. Schade eigentlich. Yep. Na komm, Manni, Der komm. fehlt echt, das merkt man. Ja, definitiv, weil wir hätten dann noch ein zweites Raft nutzen können. Lass mich bitte erst drauf. Bitte? Du musst dann mit der abschalten. Folgt dir. Ich weiß, das mache ich jetzt auch noch gleich schnell. Money und Holzwurm sind da. Ellie hängt. Oh ne, Ellie hängt hier schon wieder fest, oder was? Kacke. Was? Wer hängt fest? Ellie. Oh. Die hängt an Juckerballen fest. Yeah. Parken wir die Ach ja, mal ganz so. außen. Jetzt kommt Ellie bestimmt weiter. Oder? Oder? Bitte, 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 bitte trampeln. Ja, wunderbar. Sie trampelt. Sie kommt hinterher. Also es gehen doch ein paar mehr Tiere anscheinend noch drauf. Denk dran, der Rex soll ja auch noch mit einer. Ja. Das kriegen wir alles hin. Und er nimmt eine Menge Platz weg. Ach Quatsch, so viel auch nicht. Das schaffen wir schon alles. Ach, jetzt nicht Steine sammeln, Mensch. Das Coole ist, die sind schon mal wieder mate boosted. So. Dann falsch dich mal ab. Du machst die Logistik auf dem Schiff. Ja, geht doch. Noch ein Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück. Krach. Wenn's kracht, noch ein Meter. Mindestens.
So, oh, das sieht gut aus. Das, ja. Katie kommt mit dem Rex. Im Dunkeln. Soll ich da jetzt weiter mit einem Track runterkommen? Ja, wäre nett. Welchen? Das, was vorne steht, direkt. Es ist egal. Ja, die stehen ja alle in Reihe und Glied. Ja, dann schnappt ihr irgendeins. Die sind alle voll beladen. Nehmen wir mal den hier, den Storm. Der gehört Catty. Wie man sieht, Catty hat ihn lange nicht mehr gefüttert. Ist nur noch, ja, Haut und Knochen. Nicht mehr ganz, also sind nur noch Knochen da. Catty hat ihn nämlich auf Diät gesetzt. Ja, musste, der war zu fett. Ja, also jetzt sollte der mal wieder zunehmen. Falls es nicht schon zu spät ist bei dem. Oh, ich habe die Auffahrt verpasst mit dem Rex. Jetzt hat aber... ja. Wendekreis wie ein Panzer. Nein, nicht wie ein Panzer. Panzer kann sich auf der Stelle drehen, aber... Wendekreis LKW. Wie ein Mega-LKW. Wie ein Einfamilienhaus? Ja. Definitiv. Wie sieht's aus? Habt ihr genug zu essen und zu trinken mit? Ich denke mal schon. Also ich habe so ein bisschen was dabei, das langt für die Fahrt eigentlich. Und ansonsten oben in den Kühlschränken haben wir auch noch einiges. Sag mal, willst du jetzt wohl? Was noch? Moment. Kirchen? Ich muss erstmal. Die Trikes eigentlich, da ist ja überall noch Materialien drin, ne? Ich muss hier gerade, ich bin hier gerade am manövrieren, also das ist echt schwierig mit dem Rex hier gerade. Hätte ich vielleicht doch als erstes draufstellen sollen. Ja, ja, hätte. Hätte Fahrradkette, ne? Ja, ne? Ich krieg das aber hin. Ja. Einen abgemagerten Sturm hab ich dir hier vorgebracht. Nein, das ist vom Halloween. Hier gehört's. Immer diese Ausreden, der ist abgemagert. Nein! So, da wir ja hier noch so einer gemütlichen Runde sind, möchte ich mich nochmal bei euch allen bedanken für 111 Abonnenten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überhaupt mal schaffe. Aber läuft. Ja? Vielen lieben Dank für das Zuschauen, die Kommentare und war halt für alles. Ne? Also Raid nicht zu schwer? Ja, dann pfeifst du ab und nimm den anderen Strike. Die sind alle relativ voll beladen. Krass wär's, wenn ihr dann untergehen würdet wie bei Titanic. Titanic? Ihr rammt einen kleinen Felsen und krach. Ihr fahrt doch mit dem Boot. Nee, mal den Teufel nicht an die Wand. ja. Ach ja, was man noch sagen kann. Sorry, dass jetzt ein paar Folgen Medieval Engineers noch nichts kam. Aber wir waren hier bei Ox sehr stark beschäftigt. Ja. Aber das holen wir noch alles nach. Also von daher. Oh, das kommt definitiv nochmal. Also keine Sorge. Es werden nur ab und zu jetzt Folgen von Ox kommen. Vielleicht jetzt in jeden Tag. Weiß schon nicht. Mal gucken, wie wir das machen. Werde ich mich auf jeden Fall nochmal kurz schließen mit Chaos. Ja. Wenn wir das machen wollen. Also wie das aussieht, vom Platz her, ist doch größer als gedacht. Okay. Und Rex kuschelt mit Money, also denen geht's definitiv gut. Ja, die zwei haben sich schon immer gut vertragen. Ja, das ist das Wichtigste. Krass, hätte ich nie gedacht, dass wir doch so viel mitkriegen. Ja, also... Und hier komme ich noch mit einem Trike. Hier kann man ja mal unser anderes Raft zeigen hier. Gut, das Ding hier hat ja auch noch so eine kleine Basis drauf. Ja, das ist unsere Taming Station für die Fleischfresserinsel, die wir bald... Doch, die werden wir trotzdem noch weiterhin brauchen. Die werden wir weiterhin benutzen auf jeden Fall. Ja, klar. Weil das hat den Vorteil, dadurch spawnen die ganzen Sachen alle nach. Weil wenn man da was hinbaut, dann spawnt da ja nichts mehr.
So, Chaos, wie sieht's aus? Wie viel Platz wäre jetzt noch hier? Chatty kommt ja jetzt auch noch mit einem Trike. Alle Trikes können drauf. Alle? Alle. Das ist ja Bombe. Ach, gleich zwei? Cool. Ja, klar. Weil wir haben gerade mal jetzt... also die Trikes sind ja bei weitem kleiner. Wir haben jetzt gerade mal die Hälfte der Ladefläche zu. Echt nur die Hälfte? Ja, nur die Hälfte. Lauf mal drauf, man sieht nämlich nichts. Du hast doch Fackel. Krass. Also was? Da hat er schon gut gebaut, Flo. Da hat er echt gut gebaut. Hut ab, Flo. Also Andro, der ja auch schon in Space Engineers zu hören war. War doch Andro, ne? Ja, Andro ist ja TV. Viele Grüße an dich. Falls du heute nicht erscheinen sollst. Ja, da müssten wir jetzt alle Trikes gleich hier haben. Ja, hoffen wir mal was. Und dann können wir ja noch gucken, vielleicht kriegen wir auch noch was Kleineres mit so einer Schildkröte oder sowas. Ja, der hier, der hängt fest. Oh nein, du hast ihn gepfiffen gehabt. Hä? Ja, er war auf meine... Oh, Halloween, ja. Er war auf meine Frau gepfiffen noch, aber ich hab ihn abgepfiffen. Ey, der hier hängt so richtig feste. Der glitscht doch immer wieder zurück. Hm. Also ich kann versuchen, den zu befreien, aber das kann nur sein, dass der dabei stirbt. Das wäre schlecht. Aber das machen wir nur gleich. Befreien müssen wir. Auf Catty, von daher. Das machen wir gleich, wenn es wieder von den Süßes oder Saures wieder da ist. Jetzt kommt er aber angerannt, du. Oder auch nicht mehr. Denk schon wieder fest. Ja, ich. Nichts mal. Kann ihn bremsen, außer Juckerpalmen und Grabsteine. Ja. Run! Wettrennen! Elefantenrennen! <Yeah. lacht> Wie auf der Autobahn! Auf der Bäm! Auf welchen sitze ich überhaupt gerade? Spike! Wir haben so viele. Wow. Ja, der ist auf. Hast du gepfiffen? Ja. Okay, wunderbar. Achso, habt ihr das alle? Ja. Noch was oben? Oben ist noch eine Menge. Ich muss noch eben wieder was in einen von den Spikes rein, zu Trikes reinpacken. Konnte nämlich nicht mehr laufen. Verdammt duster hier. Wir haben noch Platz. Das klingt gut. Noch was mitnehmen. Das ist richtig gut. Ja, also noch ist Platz. Also mit dem sollten wir dann aber auch bei Tageslicht anfahren. Ja, definitiv. Wir gucken mal, was oben noch ist. Ein Trike ist noch da, Thunder. Ja, dann pfeift man noch eine Schildkröte ran. Oder zwei Schildkröten mit. Weil die kommen ja auch noch mit drauf. Und dann passt das, unsere Rüssel-Rosi passt auch noch drauf. Das wäre top. Ja, dann haben wir nämlich die Tiere auch schon alle mit. Weil ich bleib lieber hier unten und pass auf, dass hier kein Viechzeugs kommt. Weil den Rex da hinten auszuparken wäre ein wenig schwierig. Naja, mit dem einfach ins Wasser rennen und dann... Das würde eigentlich sogar gehen. Eigentlich würde das sogar gehen. Oh! Oh, Holzwurm ist zurückgesetzt worden. Kann ich eigentlich Ellie? Wie zurückgesetzt worden? Ja, wegen dem Segel. Der steht jetzt vor dem Segel.
Sollte das Boot nie halten, schnallt die zwei Schildkröten an dem Floß dran. Die können schwimmen. Little One und Little Two genau. Sind hinter mir. Perfekt. Und das Schwein noch, ne? Ja. Das hab ich oben geparkt. Aber das ist ja schnell geholt. Wie spät haben wir es hier? 0.45 Uhr. Okay. Das dauert ein bisschen bis Tages, aber wir brauchen ja auch noch ein bisschen zum Laden. Jo. So, unus momentos. Por favor. Na, ich glaube, danach kriegst du auch nichts mehr drauf. So. Okay, alle abgegriffen. Ja. Dann stelle ich mal den Thunder da. Wir hoffen, dass ich hier vorbeikomme. Was ist mit der Peach? Die müssen wir dann irgendwie mitholen, weil. Ja. Die ist noch nie reitbar. Bei der kannst du das ja nur machen, wenn du nach der pfeifst. Ja. Unser Noch-Baby. Noch-Baby, ja, ist gut. Die ist schon verdammt groß. Ja, trotzdem ist es nur ein Baby. So, noch. Mein Baby. Kann man ja mal zeigen hier. Peach? Fast ist ausgewachsen hier. Aber nur fast. Viel fehlt nicht mehr. Selbst gezüchtet. Ja. Bin ich stolz drauf. Ob ihr da vielleicht noch einen Frosch oder so unterkriegt? Oder Honey und Rami? Honey und Rami dürften wir sogar eventuell noch mitbekommen, ja. Wäre nice. Also die Schildkröten sind jetzt verladen. Wollte ich gerade sagen, hier läuft ein Trike-Mom, das ist ein Wildes. Hast du das Schweinchen mitgebracht? Nee, das hat der Smoker irgendwo oben geparkt. Ich bin noch dabei, Moment. Achso. Ich muss ja noch die zwei RAM-Dinger holen hier. Die beiden, ja, die gehen auf jeden Fall noch mit. Weil die hab ich eigentlich für einen Lufttransport geplant. Aber wenn du die mitkriegst, also ist das easy. Ist hier, komm mal mit, hier durch. Einmal hier durch, wenn die mal, danke. Ist hier. Warte, ich komme nie durch. Ja, weil die Schildkröte, die mit dir kuscheln will. Genau. Ja, sie kann sich ja zur Not auf dem Dino setzen. Darf sich halt nur nicht bewegen. Also laufen. Also hier ist deine Position. Zum Navigieren von mir. Muss ich gerade mal gucken, warum sind die denn jetzt so weit zurückgesetzt worden? Oh, jetzt bin ich. Ups, jetzt bin ich ins Wasser gefallen, jetzt ist es aber dunkel hier. Meine Fackel ist aus. Ja, hast du schon mal versucht, eine Fackel unter Wasser anzuzünden? Nein. Lieber nicht. Das geht schlecht. Wir haben ja noch keine Magnesiumfackeln oder sowas. Aber man könnte eigentlich da mal irgendwie Fackeln draufsetzen auf den Boden, ne? Damit man ein bisschen was sieht. Ja, gut, aber. Ach, ich wollte jetzt schon das Trike holen, also. Ja. Naja, du kannst ja versuchen jetzt zu zähmen, aber ich fände das jetzt ein bisschen sinnlos. Ich komme nicht durch. Whistle Rosie ist ja gar ganz stubenrein, ne? Die hat vorher gekackt, bevor es aufs losgeht. Ja, super. So, wenn du die drei da noch drauf hast, sagst du mir mal, ob du noch was drauf kriegst, dann hole ich dir noch was. Ansonsten. Oh. Ja, oh, jetzt hat er mich runtergeschmissen. Schon wieder. Ey, wundert mich, dass das Ding überhaupt noch im Wasser steht. Ja. Also vom rein vom Gewicht her, ja? Du musst den Rex da von der Seite runterholen, aber erstmal bringe ich die Kleinen drauf. Weil der backt da ein bisschen rum. Hm? Rain hat ein Ei gelegt. Ja, macht nichts, das können wir gleich holen. Oder auch nicht. Auf dem Boden Ei gelegt?
Ja, ja, die Arsch in Ohr. Ja, definitiv. Also, wenn jetzt der Rex von drüben rüberkommt, dann haben wir keinen Platz mehr. Die müssen wir nämlich rüberholen, definitiv. Echt? Ja, okay. Der packt da ein bisschen an der Stelle rum. Ist nicht schön. Das muss nicht sein. Nicht, dass ihm was passiert. Oh, dann haben wir ja eine Menge Viecher schon hier mit, ne? Ja. Ja, ich werde hier rumgeschleudert. Ja. Du willst den jetzt nach rechts parken. Das heißt, du hättest dort auf der Seite vielleicht noch ein bisschen Platz für ein kleines Vieh, oder? Ich hab grad. Ja. Skorpion vielleicht? Schwierig. Schwierig gerade. Moment. So dürfte es, aber eigentlich. Wann müssen wir dann? Ja. Hier würde man vielleicht noch was drauf kriegen. Ja, ich muss erstmal die beiden Kuscheltiere hier, oh. Weil ich hier auch gerade. Ja, jetzt bin ich auch. Ach doch, war ich auch im richtigen. Okay. Ja, lass du mich mal runter, Rex. Oh, aua. Erik? Bin ich wieder ins Wasser gefallen? Oh, ja. Muss wohl oder übel den Rex wirklich von der Seite hier runterrollen, da drüben, und lasst ihn mich mal, danke. Soll ich ihn runterreiten? Ja, wäre gut, weil ich komme hier irgendwie, weil alle mit mir kuscheln wollen, nicht durch. Ja. Ja, schwierig gerade. Irgendwie. Leck. Jetzt. Leck. Jetzt. Ist er unten? Dann lassen wir Rex kurz da stehen. Weil irgendwie haben wir gerade ein kleines Problem. Das musste mal gesagt werden. Ja, alles gut. So, ich muss nämlich gerade mal gucken, was hier los ist. Mit Bunny vor allen Dingen. Ah, jetzt kann er sich bewegen. Ah, wir haben wohl nichts mehr drauf kriegen jetzt. Ja, warte mal in der Ruhe. Gerade irgendwie schwierig. Ja, der Holzbogen steht sehr weit hinten, ne? Ja, ich weiß das, aber irgendwie wird gerade alles zurückgesetzt. Und der schiebt gerade das Uch, das Trike, und es ist nicht gerade zuträglich, dass hier relativ dunkel gerade ist. Ja, wir haben es jetzt. 4:16, es dürfte gleich hell werden. Ja, hoffe ich mal, weil schwierig im Dunkeln. Yep. Irgendwie schiebt der nämlich jetzt gerade hier die ganzen. Weil ich wohl das Strike. Ja. Irgendwie backt das Ganze gerade extremst.
könnte jetzt wirklich mal so langsam hell werden, das nervt. Schwierige Angelegenheit hier. Gerade ja, richtig schwierig, vor allem weil ich keine von denen aufsteigen kann gerade. Oh, und hier ist mein Wasserfall. Ich sitze jetzt gerade auf M. Auf Sky? Ja. Ah, meine Frau sitzt auf dem drauf und ich wundere mich, warum ich da. Du sitzt auf dem. Auf dem kannst du gleich stehen bleiben, so. Sky? Ich sitze auf dem Mammut. Du sitzt auf dem Sky? Ich sitze auf dem Sky, ja. Wo ist denn. Ich sitze vorne auf dem Mammut in der Mitte. Jo. Ich, Sky muss doch ein Stück vor, wa? Nee. Ne? Der steht ganz vorne. Sky? Komischerweise irgendwie. Bei meiner. Grau auf Monitor. Weil. Hier, guck mal. Hier steht er. Da hinten. Lol. Kannst du bitte gerade mal gucken, wie das aussieht mit dem Trike hinten dran? Steht das noch gut da? Steht noch gut da. Hm. Also, rein theoretisch, ja. Dann stellen wir den Rex noch drauf und dann ist gut. Und dann warten wir, bis Tag ist. Na, durfte ja gleich. Das ist ja. Weil dann ist es gerade ein bisschen verbuggt. 5:15 haben wir es hier. Beste Tag ist schon angebrochen. Ja. So. 25 Minuten, weil es die erste wollten wir noch. Ja. Wir sind jetzt bei 26. Es ist 27 Minuten. Okay. Oh, Leute. Das war jetzt erstmal nur das Verladen. Die russische Reise geht gleich los. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch Kommentar da, Daumen da, Abo da alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.